Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer wieder sehr lese- und hörreichen Woche. Ich bin selbst erstaunt gewesen, als ich jetzt so die Bücher der letzten Woche runtergeschrieben habe, denn es sind insgesamt 6 Bücher gewesen, die ich gelesen habe. 2 davon sind gehört, das heißt 4 Bücher habe ich gelesen und ich weiß auch nicht, wie das so richtig passieren konnte. Aber ich muss echt sagen, der November und ja auch schon der letzte Oktober, die Woche, war ja wirklich ja, von einem ganz, ganz tollen Leseflow begleitet. Und ja, man merkt so ein bisschen, es ist kalt draußen, es ist nicht so schön draußen. Und ja, ich bin viel drin und höre und lese da fleißig. Zudem habe ich Matrix 3 angeschaut. Ich habe mit Vampire Diaries Staffel 8 weitergemacht. Und ich werde auch noch ein bisschen was zu The Masked Singer erzählen, denn da ist ja, wenn ihr das Video seht, auch heute Abend das Finale. Aber ich denke, ja, soweit alle Informationen. Ich packe die Bücher und die Infos und auch die Zeitstempel unten in die Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei, wenn ihr da vielleicht irgendwie zu einem anderen Buch skippen wollt. Aber ich denke, wir beginnen jetzt erstmal ja, chronologisch mit den Büchern, wie ich sie gelesen bzw. gehört habe. Gestartet bin ich in die Woche mit Die Kunst des achtsamen Putzens von Shukai Matsumoto. Ein recht kleines Büchlein, das mich am Montag begleitet hat. Dann 2 Tage hintereinander bin ich verfolgt worden von Anne Freitag und Adriana Popescu. Allerdings unter ihren Pseudonymen Ellie Taylor und Carey Price. Ich habe die Make It Count Reihe begonnen, Band 1 und 2 gelesen. Gehört habe ich schon parallel Das kleine Chalet in der Schweiz von Julie Kaplan. Das ist der 6. Teil der Romantic Escapes Reihe. Am Wochenende waren wir dann ein bisschen nach Weihnachten. Ich habe einen Adventskalender vorbereitet und da habe ich von Matt Haig gehört, Ein Junge namens Weihnacht. Und auf meinem neuen Tablet habe ich mein erstes Kindle Unlimited Buch gelesen, Love the Lonely, den ersten Band von Annie Stone. Ja, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen was zum Tablet erzählen, auch zu Kindle Unlimited. Und ja, das werde ich, glaube ich, einfach so ein bisschen dann, bevor es zu diesem Buch geht, ja, so ein bisschen vorne ranstellen. Aber wir beginnen mit dem gelesenen kleinen Büchlein. Es ist wirklich klein und niedlich. Die Kunst des achtsamen Putzens von Shukai Matsumoto ist ein Geschenk von einer Freundin gewesen, die das Buch selbst gelesen hat und gesagt hat, es ist eigentlich zu schade, dass man es zu Hause liegen lässt. Es ist ein Buch, was wandern soll und so wird es auch von mir dann im Freundeskreis weiter wandern. Es ist, ja, sie hat da an mich gedacht, denn ich bin jemand, der eigentlich sehr gerne putzt, nicht alles, aber das ist doch so eine gewisse Art Meditation, ich so dahinter sehe und ich mag es, dass man ein direktes Ergebnis hat nach dem Putzen. Es ist ein kleines Büchlein, ich glaube mit keinen 140 Seiten und das ja wirklich, also wenn man das jetzt mit einem normalen Taschenbuch vergleicht, hat es so gefühlt die halbe Größe von einem Taschenbuch. Also es war wirklich klein, war auch sehr schnell gelesen. Ja, bei Matsumoto handelt es sich um einen Mönch im buddhistischen Kyomyoi-Tempel in Kyoto. Und er studierte selbst Philosophie und Wirtschaftswissenschaften und ist auch Mitglied des Rengeyi-Instituts für buddhistisches Research. Wir haben hier einen doch recht zeitgenössischen Mönch, der in einem Kloster in Tokio lebt und auch beschreibt, wie eben dort das Leben ist. Auch beschreibt, wie eben die innere Haltung zum Putzen ist, zu welchem Zweck man sauber macht, wie man darüber eben auch andere Dinge definieren kann. Und wichtig sind eben seiner Meinung nach unsere Gedanken und auch die Haltung, welche wir bei unseren Hausarbeiten und natürlich auch allen anderen Arbeiten an den Tag legen. Das kleine Büchlein habe ich ja wirklich so in einem Atemzug abends gelesen. Ich wollte es so für zwischendurch nutzen, hatte am Nachmittag auch schon kurz angefangen und dachte, ja, das liest du dann abends auf jeden Fall noch weiter und war dann auch viel schneller durch, als ich es gedacht hatte. Ich habe auch nebenbei ja, bei meiner Putzarbeit des Tages sozusagen auch ein bisschen Hörbuch gehört und dann ja, hat das ganz gut gepasst. Ich mochte das Büchlein sehr gerne. Ich fand es toll,
mit welcher Ruhe und auch Lockerheit er hier im Grunde uns über das Leben im Kloster erzählt, über ja, sein Leben, wie so seine Veränderungen stattgefunden haben. Es ist ein guter Perspektivwechsel, den man als Leser bekommt, um eben die Dinge mal aus einer anderen ja, Sicht sozusagen zu betrachten. Und man bekommt hier auch wirklich sehr angenehme Impulse. Also nicht nur zum Putzen, zum Saubermachen, sondern eben auch einfach zum Leben, wie man Dinge betrachtet, angeht, in welche Richtung man vielleicht auch manchmal blickt, in dass man sich auch manchmal in Dinge hineinversetzen soll. Und das macht er manchmal auch mit Dingen. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber im Grunde habe ich schon verstanden, worauf er hinaus wollte. Für mich persönlich, die sich schon länger mit Achtsamkeit, Meditation, Buddhismus beschäftigt, war nicht sehr viel Neues dabei. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die ich als Impuls, ja, da spielen zwei Katzen miteinander, gab ein paar kleine Impulse, die ich ganz interessant fand. Aber ich muss schon sagen, es ist eher was für Einsteiger. Ich fand sehr schön den Vergleich eben des meditativen Saubermachen, warum man etwas tut, auch wie man eigentlich vielleicht sogar umgeht, ständig alles irgendwie sauber zu machen. Und da hat man natürlich auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt in seiner Erzählung, in seiner Sichtweise. Und das hat mir persönlich auch gut gefallen. Es ist sehr leicht, es ist sehr locker dafür, dass wir hier wirklich einen, ja, Mönch haben, der aber schon sehr zeitgenössisch unterwegs ist. Ja, muss ich sagen, hat es sich das wirklich sehr leicht angefühlt. Es war nichts mit einem erhobenen Zeigefinger. Es war auch irgendwie nicht religiös oder gar zu viel buddhistische Philosophie. Das tatsächlich gar nicht. Ich mochte auch das Mönchsleben sehr gerne, also davon lesen. Das fand ich sehr inspirierend, sehr interessant. Wäre nichts für mich, aber ich finde das spannend, was Leute da mitnehmen, warum sie sich für manche Wege entscheiden. Und ich finde schon, dass sich im Nachgang der Lektüre auch ein bisschen das Putzen, das Saubermachen leichter anfühlt. Es ist jetzt kein Werk, was man gelesen haben muss, aber ich glaube, wenn man einfach mal einen Blick auf die Dinge haben möchte, einen anderen Blick, auch mal ja, vielleicht sich tatsächlich überlegen möchte, dass man das Putzen, das Saubermachen mit anderen Augen angeht, mit einer anderen inneren Haltung, ich glaube, dann kann einem dieses Büchlein helfen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich es frei einfach verschenken würde, weil ich glaube schon, dass es falsch verstanden werden könnte, wenn man jemandem ein Buch zum Thema Putzen schenkt. Bei meiner Freundin wusste ich aber genau, wie sie es gemeint hat, und da war es auch absolut in Ordnung. Also von daher, es heißt nicht Steffi, räum mal öfter auf, sondern weil sie eben tatsächlich weiß, wie gerne ich putze und wie meditativ ich das tatsächlich auch finde. Also hat es für mich perfekt gepasst beim Schenken. Wie gesagt, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wenn euch aber so ein Mönchsleben und auch einfach mal so ein Impuls interessiert, dann ist dieses Buch auf jeden Fall eine schöne Empfehlung. Die nächsten beiden Bücher würde ich so ein bisschen zusammenfassen wollen. Es ist die Make It Count-Reihe von Ellie Taylor und Cary Price. Ich habe alles von der lieben Adriana Popescu gelesen, die hier unter Cary Price schreibt, und Ellie Taylor ist eben Anne Freitag. Und ich habe mich aber immer so um die Make It Count-Reihe so ein bisschen rumgeschlichen, weil es schon sehr in die Richtung, ja, erotische, junge, young, ja, New Adult irgendwie geht. Also wir haben hier ja im Grunde schon mehr als Jugendliche, so ein bisschen so halb Erwachsene, die eben so erste sexuelle Erfahrungen machen. Also dieses Klassische im Deutschen, was so New Adult ist, was ja kein echtes Genre eigentlich ist, aber ich glaube, im Deutschen hat sich das ja so ein bisschen, ja, verselbstständigt, diese Ausdrucksweise, aber es hat eben so einen leichten erotischen Anteil, und ich habe da immer so einen Bogen drumherum gemacht, weil das eigentlich nicht mein Thema ist. Aber dann gab es einen Hangout bei der lieben Eva von Herz auf der Zunge, und da war Adriana Popescu unter anderem auch eingeladen, und sie hat von dem Buch erzählt, eigentlich vom vierten Band, und hat eben gesagt, sie hat hier so ein bisschen Dirty Dancing mit reingebracht, sich inspirieren lassen, und dass diese Bücher eben entstanden sind nach einer Anleitung, wie man eben erotische Romane für junge Leser oder jüngere, erwachsene Leser im Grunde schreibt. Für junge Leser, das klingt gerade ziemlich strange, aber ich sag mal für das Zielpublikum wahrscheinlich Anfang 20. Und dass sie wirklich, also sie und Anne wirklich eine Anleitung hatten und danach diese Bücher geschrieben haben. Und irgendwie war ich von dieser Idee so angefixt, dass ich mir die beiden Bücher von Adriana direkt besorgt habe. Und die liebe Anke hat mir dann, als wir uns jetzt vor 2-3 Wochen gesehen haben, die beiden Bücher von Anne Freitag mitgebracht. Den ersten Band auch nur geliehen, weil da ist auch eine Signatur drin, bekommt Anke auf jeden Fall wieder.
Und ich habe jetzt einfach jeden Abend mir ein Band hergenommen und muss auch echt sagen, mir hat der erste Teil besser gefallen als der zweite, was mich gewundert hat, weil ich eigentlich mit dem Stil von Adriana besser klarkomme als von Anne. Aber man muss natürlich auch sagen, die Bücher sind schon relativ alt, ich weiß jetzt gar nicht, wann die so genau erschienen sind, bestimmt schon vor 10 Jahren, dann nicht ganz. 2015 zumindest im Knauer Verlag und vorher sind sie ja als Self-Publisher erschienen. Das so zur Vorgeschichte, wie ich jetzt zu diesen Büchern kam und mir war diese Woche mal nach was Leichten und da habe ich dann eben zu Gefühlsgewitter von Ellie Taylor gegriffen. Wir haben hier ein Büchlein mit knapp 270 Seiten, also war wirklich eine locker leichte Lektüre für den Abend. Wir sind in der ganzen Reihe irgendwie in Oceanside unterwegs, das ist ein kleines Städtchen und wir treffen hier auf Katie, die nach dem Tod ihres Vaters zu ihrer unbekannten Mutter zieht, eben nach Oceanside, dort eben auch die Highschool fertig machen soll, dort auf zwei Halbgeschwister und einen Stiefbruder trifft und natürlich auch einen Stiefvater. Und zu Andrew, ihrem Stiefbruder, hat sie recht schnell auch ein bisschen den Draht und sie lernt auch recht schnell ihre Mitschüler in der Highschool kennen und hat da gleich ein paar Leute, mit denen sie sich gut versteht. Sie ist auch direkt auf eine Fete dann eingeladen und in der Schule, trifft sie dann auf Dylan. Und für den hat sie dann nur noch Augen, das Herz schlägt, alles ist voller Hormone und er ist aber so ein bisschen ruhiger und vielleicht gar nicht so der Bad Boy, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber so ein bisschen in sich gekehrter, ein bisschen stiller, geheimnisvoller, doch irgendwas, ein Geheimnis scheint ihn dann zu umgeben und so gehen wir beiden irgendwie diesen Geheimnis mit nach. Das war jetzt kein gutes Deutsch, aber... Ja, die Geschichte habe ich wirklich an einem Abend weggelesen. Es war locker, es war leicht. Man darf es auch einfach nicht zu ernst nehmen, das muss man ganz klar sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, hier ein Buch nach Anleitung zu lesen. Es war gute Unterhaltung, es waren nette Protagonisten, die sich aber nicht immer sehr echt verhalten haben, fand zumindest ich. Also gerade der Konflikt von Katie und ihrer Mutter, das fand ich ein bisschen merkwürdig da. Und auch wie Katie sich im Thema Trauer so verhalten hat, das hat für mich nicht ganz so gepasst. Das hat sich für mich nicht so stimmig angefühlt. Oceanside als Städtchen hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Es wirkte lebendig und auch echt. Dylan als Bad Boy, ich würde ihn nicht als Bad Boy bezeichnen, gar nicht, weil er dazu eigentlich gar nichts beigetragen hat. Er ist halt ein stiller, ein bisschen in sich gekehrter mit so einem Geheimnis, aber er ist jetzt keiner, der irgendwie Frauen beleidigt, rumschubst, in Schlägereien ist oder ähnlichem. Dementsprechend passt für mich der Stempel Bad Boy auf ihn eigentlich nicht, aber ich mochte Dylan tatsächlich ganz, ganz gerne. Es war gute Unterhaltung, die Spaß gemacht hat. Ich habe sie nicht zu ernst genommen, ich habe sie als lockere Unterhaltung genommen und das war der Band definitiv. Also ich würde ihm tatsächlich so im Liebesroman-Genre durchaus so die 4 Sterne geben, weil er mich wirklich unterhalten hat, zum Schmunzeln gebracht hat, auch das Prickeln recht schön war. Es natürlich schon so ein bisschen an mancher Stelle auch zur Sache geht, was nicht so meins ist, aber das bringt eben diese Art von Roman mit sich. Aber ich fand das wirklich schön. Der zweite Band ist dann eben von Adriana Popescu von Carrie Price. Das ist Gefühlsbeben, ist mit knapp 240 Seiten ein bisschen dünner, ist glaube ich auch aus dem gleichen Jahr wie der erste Band. Und hier drin treffen wir eben auf Lynn und auf Jared. Und ich habe mir hier Jared Leto aus Willkommen im Leben vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ja auch der Sänger von 30 Seconds to Mars. Und der sah ja so vor 25 Jahren, also noch schnuckeliger aus, als er es heute tut. Und wir lernen Lynn als sehr kühle Person kennen. Man merkt aber recht schnell, dass das nur Fassade ist. Sie ist auch recht sarkastisch und man merkt, dass sie das eben nur macht, um irgendetwas zu verbergen. Sie hat sehr schmerzliche Zeiten in Oceanside hinter sich, ist jetzt eben auf dem College und möchte diese Zeiten eigentlich hinter sich lassen, möchte neu anfangen und versucht, jemand zu sein, der sie aber nicht ist. Doch Jared schaut recht schnell hinter diese Fassade von Lynn und er merkt recht schnell, dass da doch so ein paar Reize von ihrer Seite sind und auch Andeutungen und dass die beiden sich da doch irgendwie näher kommen. Dieses Buch, dieser Band, hat doch recht ernste Themen, die ich eigentlich relativ untypisch fand für dieses Art Genre. Es war nicht so locker und so leicht wie Band 1 und das war, glaube ich, auch das Problem, was ich mit dem Buch hatte. Denn ich habe hier mit lockerer Unterhaltung gerechnet, mit etwas zum Schmunzeln und eben, wie auch vorhin gesagt, was ich nicht so ernst nehme. Und hier
musste ich dann doch ernster sein, als ich es eigentlich wollte und in Stimmung auch irgendwie war. Wir haben hier ältere Charaktere, die eben schon auf dem College sind. Und die wirkten für mich definitiv ein bisschen realistischer. Dennoch konnte mich diese Geschichte und auch diese beiden Personen, Charaktere nicht so richtig abholen. Ich habe, wie gesagt, versucht, diese Geschichte oder die Reihe nicht so ernst zu nehmen, musste hier aber ernster werden und habe es schon in einem Schwupps durchgelesen, gar keine Frage. Es hatte auch Tiefgang, aber die Emotionen sind nicht so ganz bei mir angekommen. Also es konnte sich irgendwie nicht so richtig aufbauen. Ich konnte mit Lynn nicht so richtig mitgehen. Ich mochte zwar Jared, also irgendwie habe ich es hier mit den männlichen Charakteren, mochte ich definitiv auch wieder mehr. Es war schon schön und es hatte auch wichtige, ernste Themen, aber es hat, ja, der Spaß hat mir so ein bisschen gefehlt. Also, ja, diese Leichtigkeit, die ich im ersten Band hatte, die hätte ich hier definitiv auch gewollt und vielleicht nicht ganz so die ernsten Themen. Es hat aber Spaß gemacht zu lesen. Also definitiv auch ein okay Roman, ein okay Liebesroman. Man muss es als das einfach nehmen, was es ist. Und ich fand das tatsächlich schön. Also ja, ich habe es, wie gesagt, in einem Schwupps gelesen. Das spricht schon für einen Spannungsbogen, für einen lockeren und flüssigen Schreibstil. Ich finde auch, dass Adriana Dialoge einfach perfekt kann. Das ist definitiv so. Da finde ich auch, merkt man einen Unterschied zwischen ihr und Anne Freitag, während Anne schon eher Charakteren noch so einen Hauch mehr Tiefe gibt, zumindest jetzt in diesem direkten Vergleich, hatte ich hier das Gefühl, dass Dialoge, Gedanken und Ähnlichem definitiv eben eher die Stärke damals auch von Adriana war. Wobei ich jetzt gar nicht sagen möchte, dass Adriana das nicht kann. Aber so, ja, wenn man jetzt mal beide Bücher vergleicht, ja. Ich bin sehr gespannt auf Band 3 und 4, die ich ja auch hier habe und werde die, denke ich, jetzt auch in den nächsten ein, zwei Wochen dann irgendwie lesen. Vielleicht, dass ich im November tatsächlich die Buchreihe dann beendet habe. Ja, wer hätte das gedacht? Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass mich diese beiden Bücher so abholen würden. Parallel schon gehört habe ich das kleine Chalet in der Schweiz von Juli Kaplan. Ist der 6. Teil der Romantic Escapes Reihe und auch diesen habe ich wie alle anderen auch gehört. Gesprochen wurde er von Hannah Baus. Die hat auch schon 2, 3 andere dieser Bänder gesprochen und ich höre ihr sehr, sehr gerne zu. Also ich möchte da wirklich sagen, es ist eine tolle Sprecherin, ist die Atmosphäre scharf, die diese Lockerheit und diese Atmosphäre rüberbringt. Also das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Es ist der 6. Band der Reihe, zumindest im Deutschen. Im Englischen gibt es ja noch einen weiteren Band, der in Kroatien spielt und geplant ist jetzt ein letzter Band und zwar Cottage in Irland, was glaube ich nächstes Jahr, April oder Mai, erscheinen wird. Ich finde es sehr schade, dass dann die Reihe vorbei ist, weil ich doch noch so ein paar Ideen gehabt hätte für kulinarische Abenteuer, so in Ländern, was ich mir auch hätte durchaus gut vorstellen können. Aber mal sehen, was von Juli Kaplan vielleicht danach kommt. Wie der Titel der Reihe Romantic Escapes schon so ein bisschen verrät, ist es in diesen Reihen eben immer so, dass wir eine Protagonistin begleiten, die aus irgendeinem Grund auf der Flucht ist und dann eben sich in ein romantisches Abenteuer irgendwie stürzt, beziehungsweise die Romantik dann über sie hereinbricht, also auch eine Liebesgeschichte erzählt wird. Und so ist es auch in diesem Fall. Wir lernen die liebe Mina kennen. Die hat eine große Liebe fürs Essen, sie ist sehr spontan, sie ist lustig, sie hat Spaß am Leben, ist locker unterwegs und lädt Freunde zum einen Essen ein. Sie ist schon seit einiger Zeit mit ihrem aktuellen Freund auch zusammen und bei einem gemütlichen Essen macht sie ihm einen Heiratsantrag. Er ist recht überrumpelt, schaut dann recht überraschend eine Bekannte der beiden sozusagen am Tisch an und Mina wird recht schnell klar, okay, da läuft doch irgendwas, was ist hier los? Und er sagt dann, ja, das ist richtig, er hatte wohl irgendwie vor, mit ihr auch Schluss zu machen, weil sie einfach viel zu locker und spaßig ist für eine ernste Beziehung. Und da kann nie eine Ehe draus werden, also sie ist im Grunde überhaupt kein Mensch für irgendwas Ernstes. Kurzerhand, packt sie ihre Koffer und fährt zu ihrer Patin in die Schweiz oder sie fliegt in die Schweiz oder fährt hinein, sie fährt Zug. So ist die Geschichte, es wird nicht geflogen, es wird Zug gefahren. Dort trifft sie schon einen netten jungen Mann und sie unterhalten sich auch ein bisschen, lernen sich kennen, tauschen sich übers Essen aus, über die Schweiz aus. Aber sie denken eigentlich beide, ja, wir werden uns jetzt hier in der Schweiz natürlich nicht über den Weg laufen, das wäre des Zufalls natürlich zu viel. Sie kommt dann im Skichalet ihrer
Patentante an, wird dort auch von ihrer Tante ganz liebevoll aufgenommen und man merkt schon dann auch hier so ein bisschen die Liebe fürs Essen, die kommt hier definitiv durch und man merkt auch, dass Mina sehr schnell aufblüht und ja, sich irgendwie auch gar nicht einreden lässt, dass etwas mit ihr falsch ist. Und dann treffen wir auf den charmanten Luke, den wir schon aus dem Zug kennen, denn auch er ist hier im Chalet untergekommen. Und ja, die beiden haben eine schöne Zeit. Luke zeigt ihr auch so ein bisschen die Schweiz und ja, das wunderbar verschneite Wallis oder Wallis. Und ja, natürlich spinnt sich da ein bisschen eine Liebesgeschichte und dazu gibt es ganz, ganz viel leckeres Essen. Es ist eine sehr, sehr gelungene, wunderschöne Liebesgeschichte gewesen, die mich wieder absolut abgeholt hat, die mich begeistert hat, die mich unterhalten hat, die mich gefesselt hat. Mina ist ein ganz, ganz toller Charakter. Also ich hatte mit ihr besonderen Spaß und ich fand, man konnte mit ihr wunderbar mitfühlen. Man hat diese Entwicklung gemerkt, man hat ihre Leidenschaft fürs Kochen, fürs Backen, fürs Essen gespürt. Diese Leichtigkeit, die ihr im Grunde ihr Ex-Freund so vorwirft, die verstehe ich gar nicht, wie man das negativ sehen kann. Ich finde auch, dass ihre kleine Flucht wunderbar dargestellt ist, ihre Beweggründe, wie sie sich fühlt, wie sie ja dort damit auch umgeht in der Schweiz. Und ich fand auch wirklich, dass die Schweiz hier wunderbar wegkommt. Sie ist definitiv eine Reise wert. Mal sehen, was vielleicht das nächste Jahr dann auch bringt. Vielleicht zieht es mich ja mal in die Schweiz. Hätte ich auf jeden Fall auf meiner Reiseliste, was so Europa angeht. Und selbst für jemanden wie mich, der weder ein Schnee- noch ein Skifan ist, ich fand diese Geschichte richtig schön. Sie hatte so eine winterliche Atmosphäre, war aber gemütlich und urig. Und es war wirklich ein Wohlfühlbuch, was mir super gut gefallen hat. Zudem wird viel gekocht, viel gegessen und es hat besonderen Spaß gemacht, weil so manches Gericht man natürlich irgendwie kennt, weil es natürlich gar nicht so weit weg ist von uns in Deutschland und das natürlich gar nicht so außergewöhnlich ist, wie zum Beispiel das Essen damals aus Tokio. Ich mochte auch wieder den Schreibstil, er ist locker, er ist leicht, er ist modern, es hat schöne Dialoge, es hat tolle Charakterentwicklungen, es ist flüssig und man hat so einen wunderbaren, sanften Spannungsbogen, der einen eben beim Hören immer ja, dabei hat und der einen auch ranzieht, immer wieder zum Hörbuch zu greifen. Und ich habe super gern zugehört und habe mich sehr gerne in die Schweiz mitnehmen lassen. Und ich weiß jetzt schon, dass mir diese Reihe dann auch wirklich fehlen wird, also wenn es irgendwann keinen neuen Band mehr gibt. Ich werde auf jeden Fall den nächsten Band in Irland hören. Ich habe vor, im nächsten Jahr im Frühsommer dann auch das Kroatienbuch der Autorin zu lesen in englischer Sprache. Ich bin sehr gespannt, was an dieser Geschichte anders ist, sodass das nicht ins deutsche Programm irgendwie gepasst hat. Und ja, freue mich dann und hoffe, dass irgendwas anderes dann von ihr kommen wird, wo sie uns dann auch einfach ein bisschen mitnimmt. Weil ich finde schon, dass sie es wirklich gut kann, dieses Kulinarische gleichzeitig mit dem Land, das irgendwie zu verbinden. Und das ja, hat mir auch hier in der Schweiz große Freude bereitet. Dann wurde es am Wochenende auch schon ein bisschen weihnachtlich. Ich habe einen Adventskalender vorbereitet und habe dabei ein Weihnachtsbuch gehört, nämlich Ein Junge namens Weihnacht von Matt Haig. Ich hatte das Buch schon länger so im Blick gehabt, ist glaube ich auch schon 4-5 Jahre alt und habe jetzt mitbekommen, dass es eine Verfilmung dieses Jahr geben wird. Zumindest kommt es in die Kinos. Man weiß jetzt natürlich noch gar nicht, ob man irgendwie in dieses Kino gehen wird. Und ja, was die Zahlen so in den nächsten 2-3 Wochen so ein bisschen sagen werden. Aber ja, es gibt noch 2 weitere Geschichten. Eins mit einem Mädel und dann ist vorne drauf auch irgendwie noch ein Weihnachtsmann. Und ich habe mich hier für das Hörbuch entschieden, denn gesprochen wird es von Rufus Beck, der ja zum Beispiel auch die Harry Potter Bücher spricht. Und ich einfach dachte, der wird mir die Geschichte hier wirklich gut vorlesen können. Uns erwartet hier die wahre Geschichte des Weihnachtsmanns. Wir treffen auf Nikolas, der zusammen mit seinem Vater in großer Armut in einer Holzhütte in Finnland lebt. Sie teilen sich dieses eine Zimmer, wo gekocht wird, gegessen, geschlafen und so weiter. Früh hat er seine Mutter schon verloren, er trauert doch sehr um sie, er vermisst sie sehr, doch ja, hängt er auch sehr an seinen Vater. Bis dieser einen Auftrag annimmt, der ihn an den Nordpol bringt, dorthin wird er reisen und in der Zeit kommt die Schwester von seinem Vater, also seine Tante, die ihn ja, auf ihn aufpassen soll. Sie ist aber ja, also so eine richtige Hexe. Also die ist böse, die ist garstig und da gab es wirklich so den einen oder anderen Moment, wo ich schwer geschluckt habe und wirklich dachte, Gott sei Dank bin ich kein Kind. Ich glaube, das hätte mich wirklich zerstört. Denn es ist
ja, definitiv ein Kinderbuch. Und da sollte man, glaube ich, als Erwachsener vielleicht so ein Auge drauf haben, ob das ein Kind schon verträgt oder nicht. Zusammen mit seiner Maus beschließt er dann eines Nachts, er flüchtet jetzt von seiner Tante, er sucht seinen Vater und erreicht Richtung Norden. Er trifft dort auf fliegende Rentiere, auf Elfen und andere weihnachtliche Wesen und er will nun ja, irgendwie wo angekommen die Welt zu einem glücklicheren Ort machen. Das ist die Geschichte von einem Jungen namens Weihnacht. Es ist ein Kinderbuch. Ich würde sagen, so von meinem Gefühl her hätte ich so gesagt, vielleicht mit 9 oder 10, vielleicht so ein Hauch jünger, kann man das auf jeden Fall lesen. Man muss natürlich immer sein eigenes Kind so ein bisschen einschätzen. Jetzt bin ich bestimmt kein Kind mehr, aber ich fand es an mancher Stelle schon sehr traurig. Ich fand aber schön, dass man so dieses Weihnachtswunder erzählt bekommt. Also das fand ich richtig toll. Und dieser Blick auf die Welt, eben durch die Augen eines Kindes, das hat mir einfach große Freude gemacht. Ich fand die Geschichte wunderschön. Ist wirklich ein kleines Highlight für mich. Ist natürlich so bei Weihnachtsgeschichten immer ein bisschen schwierig, aber ich fand die einfach bezaubernd. Es ist toll erzählt. Auch Rufus Beck schafft es hier wieder, wunderbare Stimmen zu vergeben, Atmosphäre zu schaffen, Spannung aufzubauen. Er bringt das super gut rüber, was Matt Haig hier geschrieben hat und auch besonders das mit den verschiedenen Stimmen, das finde ich bei Harry Potter schon toll. Er übertreibt hier nicht ganz so wie bei Harry Potter, er hat aber auch nicht so viele Stimmen zu sprechen wie in der Harry Potter Reihe, das muss man ganz klar sagen und er haucht den Charakteren wirklich Leben ein, das macht er richtig, richtig toll. Ja, Matt Haig schafft es definitiv, dass man selbst wieder an Wunder glaubt, dass man die Welt mit anderen Augen sieht, mit den Augen eines Kindes, dass man den Glauben zurückgewinnt, dass eben alles möglich ist an Weihnachten und das sind eben so diese besonderen Momente auch in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, an die man sich selbst in der Kindheit dann auch irgendwo natürlich erinnert. Ich konnte viel lachen, viel schmunzeln, es gab so richtig, ja, wunderbare Momente, es gab auch spannende Szenen, die wirklich ja, schon so einen mitgerissen haben. Ich habe aber auch das ein oder andere Tränchen vergossen und hatte auch das ein oder andere Mal so einen richtigen Kloß im Hals. Also es war von den Emotionen wirklich alles dabei und deswegen eben auch so ein bisschen, ja, guckt, wie euer Kind, wenn ihr es dafür plant, so ein bisschen von der Stimmung her ist, ob das passt. Weil ich glaube, ich als Kind, ich war da um einiges sentimentaler, als ich es heute bin. Ich glaube, es hätte mich vielleicht zu früh erzählt, so ein bisschen, ja, weinend, unter ganz vielen Tränen zurückgelassen. Ja, vor allem die Tränchen, ne, das ist, ja, aber es hatte definitiv auch Humor und es hatte diese Wohligkeit und diese Schönheit, die eben viele Weihnachtsgeschichten auch irgendwo haben. Es ist, wie gesagt, auch definitiv schon für Kinder. Ich glaube auch, dass sich Kinder darin sehr wohlfühlen werden. Man merkt auch, dass Matt Haig es für Kinder geschrieben hat, aber es funktioniert auch super für uns ja, Erwachsene, ältere Kinder und man spürt hier eben einfach so ein bisschen ja, die Magie von Weihnacht. Und ich fand eben auch, dass Matt Haig die Geschichte mit viel Charme erzählt hat, mit Witz. Und es ist so eine wunderbare, wohlige Geschichte geworden und es ist einfach perfekt jetzt für die Weihnachtszeit. Also ja, ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, ich bin noch nicht so richtig in der Vorweihnachtszeit angekommen. Wir vorstellen, dass ja jetzt schon in einer Woche, für euch zumindest, erster Advent ist schon so ein bisschen, es ist noch ein bisschen weit weg. Ich gewöhne mich gerade so an den Herbst, aber ich glaube, wenn hier dann Lichter sind, die Deko steht, der Adventskranz in irgendeiner Art und Form hier steht, die Highlights-Video dann gedreht sind, geschnitten sind, hochgeladen sind, ja, dass dann Weihnachtsstimmung aufkommt. Also das hoffe ich. Aber eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ich auch besonders als Hörbuch sehr, sehr empfehlen kann. Und das letzte Buch der Woche ist dann Love the Lonely von Annie Stone mit dem Untertitel Verloren. Und das ist mein erstes Buch, was ich auf meinem neuen Tablet gelesen habe. Ich habe mir einen Amazon Fire Tablet gegönnt, weil es auch ein super Schnäppchen war. Der Gedanke war eigentlich, ein Tablet zu haben, wo man auch einfach mal im Bett YouTube schauen kann oder eben auch einfach mal Netflix, so die ein oder andere Serie, dass man eben nicht immer also auf dem kleinen Handy-Display anguckt. Und dann, ja, ist es nun mal von Amazon, hat die Kindle-App drauf und ja, ich habe dann auch Kindle Unlimited entdeckt. Aktuell hatte ich ein Angebot, ich glaube, die ersten 3 Monate für 0 Euro. Danach sind wir, glaube ich, irgendwie bei 9 oder 10 Euro. Mal sehen, ob
ja, wie lange ich dieses Abo jetzt behalte. Ich habe da direkt ein paar Bücher entdeckt im Kindle Unlimited, die ich auf der Wunschliste habe. Diese Bücher liest man im Grunde kostenlos, kann die herunterladen, gibt die dann danach auch wieder zurück. Ich weiß, dass die Bezahlung in diesem Fall, glaube ich, pro gelesene Seite an die Autoren, an die in der Regel Self-Publisher geht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt auch Verlagsbücher, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie das Bezahlsystem funktioniert. Aber ja, ich habe mir das Buch irgendwo mal auf Instagram entdeckt. Ich fand das Cover sehr, sehr ansprechend und es hat mich sehr an Redwood oder auch so an Virgin River oder ja, an Gilmore Girls irgendwie so vom Feeling erinnert. Es ist, das kann ich aber schon sagen, doch anders, als ich es irgendwie gedacht habe. Ich habe von der Autorin vorher noch nichts gehört oder gelesen. Also Annie Stone war mir bisher kein Begriff. Ich habe dann aber natürlich im Nachgang so geguckt, was hat sie sonst so geschrieben. Und sie ist wohl sonst eher bekannt für durchaus erotischere Geschichten, denn einige haben sich jetzt wohl hier gewundert, dass so wenig Sexanteil in der Geschichte ist, worüber ich ja persönlich sehr, sehr dankbar ist. Wir begleiten in der Geschichte zwei verschiedene Charaktere, die wir kennenlernen bei einschneidenden Lebensereignissen oder Lebenserlebnissen. Zum einen treffen wir auf Carrie, der als Rettungssanitäter arbeitet, der noch relativ jung war, als er so in die Familie von seinem Bruder dazugekommen ist. Er hat hier auf seine Nichte aufgepasst und im Grunde auf dessen Frau, und das klingt jetzt viel verwerflicher als es war, denn er ist mit seiner Schwägerin wirklich sehr gut befreundet. Sie sind beste Freunde und als sein Bruder zu einem Auslandseinsatz vom Militär musste, hat er eben so ein bisschen die Vaterrolle besonders für sein Patenkind, für seine Nichte übernommen. Doch als der Bruder dann wieder zurückkommt, merkt man recht schnell, dass diese ja, Vierer-Kombi nicht so richtig funktioniert. Der Bruder fühlt sich ständig irgendwie so außen vor gelassen und Carrie fühlt sich dann auch irgendwann nicht mehr wohl. Und als es dann so ein bisschen zu einem größeren Streit kommt, ja, zieht Carrie eben die Reißleine und sagt, ich gehe jetzt, ich muss mich irgendwie finden, ich bin irgendwie nicht zufrieden, weder mit dem Job noch mit dem Leben, noch so jetzt auch, ja, wie jetzt hier die Konstellation ist. Und ja, er sucht jetzt eben so ein bisschen nach sich und nach seinem Leben. Dann treffen wir auf Olivia, die kubanische Eltern und Vorfahren hat, die eben irgendwann nach Amerika ausgewandert sind, aber eigentlich kein amerikanisches Leben führen. Und ja, Olivia lebt eigentlich recht ungezwungen, merkt aber schon, dass sie eigentlich nicht so richtig frei leben darf, dass sie viele Entscheidungen ihrer Eltern übernimmt. Und als dann ihr bester Freund ihr noch einen Heiratsantrag macht und sie den ablehnt, ist so ein bisschen das Chaos perfekt. Denn ihre Eltern bestehen eigentlich darauf, dass sie ihn heiratet, ganz egal, ob sie ihn liebt oder nicht. Und das Schlimme, fand ich zumindest auch, ist, dass ihr bester Freund da mitgemacht hat, im Grunde auch gesagt hat, auch wenn du mich nicht liebst, heirate mich, ich bin eine tolle Partie. Also da hätte ich ihn ja am liebsten mal geschüttelt. Es kommt dann zu einem Streit zwischen ihr und den Eltern und der Vater sagt eben irgendwann, solange du hier lebst, unter meinem Haus machst du, was ich sage. Das lässt sich Olivia zum Glück nicht zweimal sagen, packt ihre Sachen, geht zu einer Freundin und mit dieser fährt sie dann in das Städtchen Apalachicola, Apalachicola, so. Und in diesem Städtchen angekommen, ja, treffen sich auch eben diese beiden Charaktere mehr oder weniger, also Carrie und Olivia. Und wir begleiten sie eben so aus diesem Leben, wie sie es bisher kannten, in eine Art neues Leben in diesem Städtchen. Und ja, wie eben so diese Veränderungen sich in diesem Leben dann auch gestalten. Es war eine sehr lockere und leichte Geschichte und ich glaube, das zieht sich letzte Woche so ein bisschen durch meine Stimmung, dass ich das auch einfach gebraucht habe und gesucht habe und ich fand auch, dass es perfekt für zwischendurch ist. Also ich habe Samstag und Sonntag gelesen, während ich das weihnachtliche Hörbuch gehört habe und es war schon sehr wohlig, aber es hätte tatsächlich noch etwas wohliger sein können, es hätte ein bisschen ja, mehr wohlfühlig sein können und es hätte mehr von den Städtchen haben oder von den Büchern haben können, die ich eben vorhin aufgezählt habe. Also für mich kommt es nicht an Redwood ran, es kommt für mich auch nicht so ein bisschen an dieses Virgin River Feeling ran oder gar an Stars Hollow, wenn man an Gilmore Girls denkt. Also da ist das hier schon so ein bisschen weiter weg. Natürlich lernt man das Städtchen kennen, das ist auch sehr niedlich. Ich mochte auch die Charaktere, die darin auftauchen. Ich fand es schon sehr bezaubernd erzählt, aber dadurch, dass die beiden Charaktere so ernste Rucksäcke mit sich mittragen, die manchmal doch ein bisschen zu ernst waren, ja, verliert das Städtchen so ein bisschen an Leichtigkeit. Das fand ich sehr, sehr schade. Ich fand Carrie einen tollen Charakter. Ich mochte ihn sehr gerne. Ich hätte ihn oftmals wirklich gern einfach in den Arm genommen. Ich habe seine Zweifel gut verstanden, seinen Veränderungswunsch. Ich konnte sehr viel von ihm sehr gut nachvollziehen. Ich fand, dass diesen Part hat die Autorin sehr, sehr gut erzählt und rübergebracht. Ja, er schleicht sich auch so ein bisschen ins Herz.
Während ich aber mit Olivia nicht viel anfangen konnte. Also zum einen habe ich einfach, ja, also ich verstehe immer so mittelerwachsene Kinder nicht, die immer wieder versuchen, alles ihren Eltern recht zu machen, die eigentlich wissen, dass das nicht ihr Weg ist, die nie das Gespräch mit ihren Eltern suchen. Also nichts dagegen, dass man es vielleicht den Eltern irgendwie recht machen möchte. Aber sich dann wundern, dass die Eltern nicht wissen, was man will, wenn man es ihnen nie gesagt hat, ist natürlich auch irgendwie schwierig. Versteht ihr, wie ich meine? Und solche, so finde ich Olivia einfach sehr schwierig. Zudem hätte ich mir gewünscht, dass sie ja auch so mit ihren Freundinnen einfach vielleicht auch mal viel mehr geredet hätte über was sie will, was sie fühlt, worüber sie nachdenkt. Das fand ich, kam alles so ein bisschen kurz und sie hat immer erwartet, dass alle irgendwie wissen, was sie will. Und das, also das funktioniert halt nicht. Keiner von uns kann Gedanken lesen oder ihr die Wünsche irgendwie von den Augen ablesen. Zudem bin ich mir eben auch gar nicht sicher, wie, also ob es das wirklich so im Extremen gibt. Jetzt ist natürlich Kuba schon nochmal was anderes als Amerika. Aber ob man das, ach ja, ob man dieses extreme Verhalten von den Eltern von Olivia, ja, es wird es wahrscheinlich so in jedem traditionellen Land, bin mir nicht so richtig sicher, weil man auch die Eltern irgendwie nicht so richtig verstehen kann, weil es eben auch keine Kommunikation gibt. Ich fand diesen Part ein bisschen anstrengender, ich fand auch Olivia irgendwann ein bisschen nervig. Ich bin nicht so richtig zu ihr durchgedrungen, ich fand ihren Part der Geschichte einfach so ein bisschen, ja, mir fehlte eben auch so ein bisschen die Spannung in der Geschichte, also es war schon so ein bisschen plätschernd, es war natürlich flüssig, es war modern, es war auch leicht schon vom Stil her, also man hat hier keine hohe Literatur, aber das wollte ich auch gar nicht lesen. Es ist schon ganz schön für zwischendurch gewesen. Ich muss aber schon sagen, dass ich zum Beispiel die Make It Count Reihe oder auch das Chalet in der Schweiz definitiv besser fand, dass mir das mehr Spaß gemacht hat. Ich hätte es mir einfach wohliger gewünscht. Ich hätte mir mehr Städtchen gewünscht, mehr schrullige Charaktere und ich hatte vielleicht auch einfach eine andere Erwartung. Ich habe jetzt eben auch mitgekriegt, als ich dann Band 1 fertig hatte, dass ich so dachte, es endet ja mitten in der Geschichte. Denn ich bin bei dieser Trilogie davon ausgegangen, dass wir eben pro Geschichte irgendwie Charaktere erleben, wie es ja zum Beispiel auch bei Redwood ist. Aber nein, wir haben hier eine ganz klassische Trilogie, die wirklich diese Liebesgeschichte wohl auf 3 Teile aufteilt. Und ich muss sagen, das ist so für eine Liebesgeschichte, selbst wenn sie mit so schwereren Themen rumkommt, schon ein bisschen viel. Also eine Liebesgeschichte so, ja, in einem Band okay, gerne auch so ein bisschen weitererzählt, wenn wir andere Charaktere kennenlernen, aber ich weiß auch nicht, was da, also so künstliches Drama immer und immer und immer wieder, nur damit man eine Trilogie hat, finde ich halt persönlich nicht ganz so gelungen. Aber gut, ich werde nicht weiterlesen. Ich glaube, Band 2 gibt es auch schon bei Kindle Unlimited. Dazu werde ich aber nicht greifen. Aber mal sehen, was es bei Kindle Unlimited noch so ein bisschen gibt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe noch 2-3 Bücher von meiner Wunschliste, die ich hier im Grunde entdeckt habe. Und mal sehen, was dann nach und nach gelesen wird. So, das waren sie jetzt, die 6 Bücher der Woche. Es ist echt irre. Also ich, aber ihr habt gesehen, es ist hier natürlich jetzt quantitativ viel gewesen, aber es war zum Beispiel, was eine Seitenanzahl angeht oder jetzt auch der Anspruch an diese Geschichten war jetzt nicht so hoch. Also ich habe leichte Geschichten gesucht, ich habe wohlige Geschichten gesucht, kurze, und die habe ich eben auch einfach gefunden. Also es ist natürlich immer was anderes, ob man wie jetzt vielleicht wieder zu einem Wälzer greift ab dieser Bücherwoche, wo man eben 1-2 Bücher jetzt vielleicht auch über 2 Wochen hinweg liest. Das ist natürlich kein Vergleich mit so kurzen Geschichten. Also das ist natürlich ganz klar. So, dann habe ich Matrix 3 angeschaut und habe jetzt die Trilogie sozusagen gerewatcht und beendet. Ich muss schon sagen, nach wie vor ist der dritte Band einfach der schwächste Band. Auch wenn ich jetzt einiges besser verstehe, besonders auch die Philosophie und auch so das Drumherum um Neo besser verstehe. Ich mag das Ende nach wie vor nicht. Ich verstehe nicht, warum man diesen Weg gewählt hat. Er gefällt mir einfach überhaupt nicht. Also ich werde mit diesem Ende einfach nicht warm. Und ich bin jetzt mega, mega gespannt, wo der vierte Teil hingeht, wo er im Trailer ansetzt, wie es dazu überhaupt kommt. Ich bin gespannt. Ich möchte ihn versuchen, recht objektiv zu sehen. Vielleicht mit den Augen einer damals 16-jährigen Steffi, die den ersten Matrix gesehen hat und total geflasht war. Und weniger mit einer Steffi, die eben Band 2 und 3 kennt. Weil ich kann mir den auch einfach aus der Erinnerung streichen. Also ich muss sagen, Band 2 und 3
sind ein bisschen schlechter gealtert, wirken aber optisch, also muss man echt sagen, diese ganze Trilogie optisch, was hier auf die Leinwand gebracht wurde, ist einfach großartig. Also das muss ich wirklich sagen, wir haben hier innovative Kameratechniken und auch wie wir was abfilmen und so weiter. Der Schnitt, die Musik, die Bewegungen, also es ist großartig. Toller Cast, Optik genial und das ist schon Hammer. Aber ich werde einfach mit den Fortsetzungsbänden, also rein filmen, nicht so richtig warm. Ja, so leider auch nicht mit Matrix 3. Also ja, irgendwie vielleicht besser als in Erinnerung, aber ach, er gefällt mir einfach nicht. Und ich mag dieses Ende nicht. Und ich, ach, wenn ich denke, was wir da für Theorien hatten und rumgesponnen haben, und dann kommt so ein Ende, das war wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Also muss ich echt sagen. Also ja, meins war es nicht. Wenn mich jetzt jemand fragt, wie hätte es enden sollen, habe ich darauf keine Antwort, aber nicht so. Ja, weiter gucke ich die 8. Staffel von Vampire Diaries. Ich denke jetzt auch mal, die wird in der nächsten Woche, nächsten 10 Tage dann irgendwie beendet. Da werde ich auf jeden Fall was erzählen. Und dann sind wir ja heute am Samstag, wenn ihr die Bücherwoche seht, schon am Finale von The Masked Singer angekommen. Es war jetzt ja theoretisch die 5. Staffel. Ich glaube ja. Und ich freue mich mega auf heute Abend. Es wird 4 Demaskierungen geben. Ich bin so ein bisschen verwundert, warum es im Finale jetzt so viele Demaskierungen gibt. Es gab auch letzte Woche schon 2. Ich mag das unglaublich gerne. Also ich mag es, wie die Kostüme aussehen, wie viel Mut da manche dahinter haben, die eben keine ausgebildeten Sänger, Sängerinnen sind, dass die sich trauen, dass die Entertainment machen, dass die Bock dran haben, dass auch das Rateteam mit Ray und Ruth Moschner als festes Rateteam, dass die so stalkig unterwegs sind, dass die raten, dass die begeistert sind, dass die diese Leidenschaft rüber transportieren. Ich mag auch, dass wir immer einen Gast im Rateteam haben. Das ist natürlich einfach Geschmackssache, ob man dann jeweils den, die irgendwie mag oder nicht. Aber ich mag es. Ich mag diese Leidenschaft, ich mag Musik, ich mag dieses Feeling, ich mag das Rumrätseln, auf die Indizien gebe ich schon gar nicht mehr viel. Ich finde es toll, wenn man die Augen zumacht, denkt, die Stimme kenne ich, die Stimme kenne ich, und dann ist der Moment wieder weg und man weiß trotzdem nicht, wer dahinter steckt. Es gab einige Überraschungen in dieser Staffel und ich bin super, super gespannt, wer unter den 4 anderen Masken jetzt noch steckt. Und ja, wer natürlich hier heute Abend auch die Party rockt. Ich bin ein sehr großer Fan von Mülli. Muss ich echt sagen, ich finde ihn stimmlich und showtechnisch richtig, richtig toll. Ich mag aber auch die Raupe unglaublich gerne. Also ich wären so meine beiden, die ich toll finde. Aber wirklich rein stimmungstechnisch ist Mülli großes, großes Kino. Und auch stimmlich ist da wirklich richtig was dahinter. Und ja, zu den Büchern, zu den Filmen, zur Serie habe ich ein bisschen was erzählt. Ich glaube, so viel mehr. Ich quatsche hier, glaube ich, schon eine Dreiviertelstunde. Oh mein Gott. Ja, es reicht jetzt, glaube ich, auch. Ja, es gibt nicht so viel zu erzählen. Morgen starten wir mit dem Buch im Leseklub, die Knochendiebin. Leseklub auch immer unten in der Infobox. Im Dezember werden wir aussetzen, aber im Januar wird es dann wohl irgendwie so ein winterliches Thema geben. Mal sehen, was wir da dann irgendwie für Bücher dann im Dezember zur Umfrage stellen. Also wenn ihr da Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und das war sie jetzt, eine spannende Bücherwoche, ja, die so im Grunde zurückblickend mir sehr gut gefallen hat. Erzählt mir doch gerne, was ihr bisher im November gelesen habt, was euch vielleicht auch als letztes begeistert habt. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und vielleicht habt ihr ja auch Vermutungen. Wer da heute Abend gewinnt, wer da unter einer Maske steckt, lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen dazu austauschen, wenn ihr wollt. Und ja, das war's jetzt. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.